Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treffen uns jetzt zu einem kurzen Blick in die kleinen Werkstätten, die wir in kurzer Zeit in intensiver Diskussion in den einzelnen Räumen verbracht haben. Und ich rufe jetzt auf die Gruppe 01 Denkmalvermittlung am Beispiel von Gedenkstätten und Dokumentationszentren. Wer mag kurz berichten? Bitte schön. Ich an dieser Stelle, mein Name ist Sonja Teder, ich habe die Diskussion geleitet mit Tanja Neumann und Herrn Dierl vom Reichsparteitagsgelände und Tanja Neumann, Projektleitung von MetaHub, die Mapping Memories diesen September auf dem Börneplatz in Frankfurt durchgeführt haben. Beides sind Gedenkorte. Das eine ist ein Gedenkort in Frankfurt der zerstörten Börneplatz-Synagoge. Das andere eben ein Ort des NS-Regimes, der NS-Ideologie. Beide Orte mit verschiedenen Zeitebenen, die auch immer wieder mal neu aufgeblättert werden müssen, damit keine Vermischungen entstehen. Und das eine Projekt Map Memories, ein kurzes Projekt, das andere eben ein Langzeitprojekt. Und die Frage, gerade bei der Vermittlung, was ist da zu berücksichtigen, haben wir versucht, dass am Ende, habe ich es zusammengefasst und es wurde nicht sofort widersprochen, so drei Stichpunkte dafür zusammenzubringen. Das eine ist das Stichwort Partizipation, gerade eben mit der Stadtgesellschaft, mit der Nachbarschaft. Wer wohnt nebendran? Welche Bedeutung hat dieser Ort für die Stadt selber, für die Nachbarn, für die Menschen drumherum? Das ist auch etwas Neues, auch gerade in Nürnberg zum Beispiel, wo man das jetzt auch eben neu anfängt. Der zweite Punkt ist natürlich die Stakeholder, wer auch immer das sein mag, von offizieller Seite, städtischer Seite, aber auch betroffenen Gruppen, Personen, die biografisch eben mit diesen Orten verbunden sind. Wer hat ein Mitspracherecht, wer muss ein Mitspracherecht bekommen, auch auf offizieller Seite? Und der dritte Aspekt ist tatsächlich auch die Einbindung von Kunst, Kunst als mögliche Intervention an diesen Orten, als Form des Kommentars, politischer Kommentar, sozial, gesellschaftlicher Kommentar, der da ist, ohne das Ursprüngliche, den Bestand vor Ort unbedingt zu zerstören oder abzutragen, sondern dass sozusagen das Original vor Ort ist, aber eben nicht unkommentiert bleibt. Das waren so für diese beiden sehr unterschiedlichen Orte der Börneplatz, der eben eigentlich nicht im Stadtgedächtnis ist, und das Reichsparteitagsgelände, das ja im Landesgedächtnis sozusagen immer noch sehr stark vorhanden ist. Danke, Frau Teder, für die Zusammenfassung und Dankeschön. Die nächste Gruppe hat sich mit der Umnutzung von Bunkern beschäftigt. Frau Sassenscheid wird uns berichten über die Ergebnisse. Danke. Ja, wir haben, man sieht es da oben schon, genau, uns um Bunker oder mit Bunkern beschäftigt. Und zwar sind wir so ein bisschen eine Orchideengruppe gewesen und ein Orchideenfach hier in dieser Tagung, weil wir gar nicht so ein Museumsthema hatten oder ein Gedenkstättenthema, sondern tatsächlich sehr auf die bauliche Substanz uns bezogen haben. Und deswegen stand jetzt auch am Anfang erstmal ein ausführlicher Vortrag von Dr. Stefan Timpe vom Frankfurter Landesdenkmalamt. Und der hat uns in die Geschichte der Frankfurter Bunker, auch der Bunker allgemein, eingeführt und ein wenig auch erzählt, was sozusagen auch zum Beispiel das Besondere, wie die Bunker auch im Stadtgebiet getarnt wurden, auch je nach Region, auch ortstypisch getarnt wurden durch Bemalungen oder Bauschmuck, was einfach auch sehr spannend war, nochmal zu sehen. Ich selber komme aus Hamburg und kenne da nur sozusagen die Hamburger, die Bunker, die dann auch mal mit Backstein verkleidet oder angemalt wurden in Rot. Genau, und dann sind wir sozusagen, dann hat er nochmal drei Beispiele von aktuellen Frankfurter Umnutzungen, Bunkerumnutzungen erläutert und so ein bisschen die Grenzen und Möglichkeiten der Nutzung. Und dann hatten wir noch eine Viertelstunde ungefähr für die Diskussion, und dann die wurde dann auch sehr intensiv genutzt. Da ging es dann zum Beispiel auch erstmal um die Frage, einiges ist da oben auch festgehalten, aber eine Frage, die ich auch ganz
ja, wichtig fand, war, haben diese Bunker wirklich keine Funktion mehr? Können die denn jetzt alle abgerissen und umgenutzt werden, wenn die jetzt nicht gerade komplett unter Denkmalschutz stehen? Oder ist das, sind wir da ähnlich naiv wie sozusagen, also wenn man in den 70er Jahren dachte, also naiv ist jetzt vielleicht auch ein bisschen despektierlich, aber ja, sind wir zu optimistisch, wenn wir sagen, wir werden nie wieder sozusagen Bunker gebrauchen? Oder gibt es vielleicht doch irgendwann irgendeine Art von Bedrohungsszenario, für die wir dann solche Bauten eigentlich auch überall im Stadtgebiet brauchen könnten? Eine Frage für die Dystopien, Dystopie-Fans unter uns. Eine andere Frage, die fand ich auch gut. Wie viele Bunker stehen, oder warum stehen nicht eigentlich alle Bunker unter Schutz? Also gerade die Verteilung, die große Verteilung in den Stadtgebieten ist ja auch ein wichtiger Teil der historischen Aussage. Und Bunker sind halt auch wichtige Stolpersteine und Denkmale, die einen einfach genauer hingucken lassen. Und da konnten dann aus der Denkmalperspektive auch nochmal erklärt werden, dass der Denkmalschutz ja auch immer nur eine Auswahl unter Schutz stellen kann und will, die halt irgendwie auch besonders eine besondere geschichtliche Aussage hat. Genau, also wir haben uns ein bisschen um den Denkmalbegriff, um die Gattung der Bunker gekümmert und haben natürlich dann auch den Bunker an der Feldstraße in Hamburg diskutiert, der da noch sehr, soll ich sagen, sehr unbescholten dasteht. Und jetzt kriegt er eine große Aufstockung und haben auch etwas darüber diskutiert, weil da tatsächlich die gesamte Denkmalpflege in Hamburg total unglücklich mit ist und das jetzt aber stattfindet. Also da können wir alle nochmal einen Blick drauf werfen, wenn wir in den nächsten Jahren sehen, wenn das fertig ist, der soll jetzt einen grünen, despektierlich gesagt, Spinathut kriegen, genau, und mit einer Rampe umwickelt werden und dann kommt da eine Eventfläche drauf und alles mögliche und ein Hotel und so weiter. Und man fragt sich schon, ist es das, was ein, ja, Hamburgs, eins von Hamburgs wichtigsten Mahnmalen für Krieg und Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der Nazizeit verdient hat. So, aber jetzt, das war der Schnelldurchlauf. Danke. Das war auch in etwa der Charakter der Diskussion. Also, schön. Druckbetankung. Und darf ich noch einen Applaus erbitten für unsere wunderbaren Graphic Recorders? Oder um korrekt zu sein, Recorderinnen. Das ist, ja, ich erlebe es das erste Mal, Sie haben es vielleicht schon häufiger erlebt, dass eben eine komplexe wissenschaftliche Tagung in Bilder umgesetzt wird als Gedächtnisstütze. Ich weiß nicht, ob Sie die auch schon gesehen haben an der Pinnwand. Ich bin total beeindruckt, wie man das macht, wie man das kann, auch so schnell. Also für mich ist es eine tolle Bereicherung einer Tagung. Und da wir uns ja alles mit Bildern besser merken können, hilft es uns, glaube ich, allen, diese vielen Eindrücke, die wir ja jetzt mitnehmen, doch besser noch abzuspeichern. Über die Gruppe 3 würde ich jetzt selber berichten. Wir haben zwei Beiträge gehabt, einmal über ein sehr geschichtetes Denkmal für eines der schlimmsten Massaker, was Bürger an KZ-Häftlingen, also ein nicht unbeträchtlicher Teil der männlichen Bevölkerung einer Kleinstadt in der Altmark in Gardelegen, an 1000 Häftlingen, die in einem Todesmarsch dort gestrandet waren, vollzogen hat. Also grausamer kann man es sich kaum vorstellen. Einen Tag später waren amerikanische Truppen dort und haben dieser Stadt in einer fast alttestamentarischen Weise verordnet, für diese Schuld und diese Schande bis ans Ende ihrer Tage oder bis ans Ende der Welt im Grunde büßen zu müssen, indem sie für diese Gräber sorgen. Die Toten wurden dann als auf einem militärischen oder der Friedhof wurde zu einem militärischen Friedhof erklärt. Dann kam eine DDR-Zeitschicht, die Gedenken fortsetzte, aber mit anderen ideologischen Hintergründen. Dann kam eine Zeit nach der Wende und jetzt kommt wieder eine Zeitschicht dazu mit einem professionellen Zentrum für die Vermittlung. Und dennoch ist es eine Form von Partizipation gewesen, indem über diese vier Zeitschichten diese Stadt tatsächlich sich immer am 13. April dort trifft. Und das nicht nur aus den Gründen, dass es verordnet ist, sondern das ist durchaus auch zu merken, dass dort eine große
Anteilnahme an diesem Verbrechen aus den eigenen Reihen immer noch besteht. Das haben wir verhandelt. Und als zweites hat dann Frau Dr. Landau-Donelli über ja, den Denkmalstreit als als eine produktive Form gesprochen. Also wie kann man diesen Streit auch nutzen, um Gesellschaft weiterzubringen, um sich auch auseinanderzusetzen um Gedenkkultur? Denn das kam dann nachher in der Diskussion. Wir können ja nicht permanent immer noch mal Gegendenkmale hinstellen. Das geht beim Bismarck-Denkmal in Hamburg nur bedingt. Das, da müsste man ja schon sehr viel und sehr hoch bauen, um es sichtbar zu machen, dass man sich vielleicht doch von dieser Figur distanziert. Es gab dann durchaus die klare These, die Abwesenheit ist auch nicht die Lösung, denn die Anwesenheit braucht man auch, um nächsten Generationen immer wieder neu diesen Streit auch führen zu lassen, also diesen moderierten, diesen produktiven Streit. Da waren wir uns dann, glaube ich, auch alle sehr einig, dass das Wegnehmen zwar im Moment einen Impuls und auch wahrscheinlich auch Spaß macht oder erleichtert, aber auf lange Sicht eigentlich uns nicht weiterbringt als eine Gesellschaft, denn, und das, das war dann ja wirklich wie aus dem Off des Chats kam dann der Bericht aus Bautzen, den kannte ich auch noch nicht, dass die AfD dort vorhat, ein neues Bismarck-Denkmal zu setzen. Und dass man das ja auch immer mitbedenken muss. Wir haben ganz viele verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft, die wir nie einigen werden. Und umso mehr muss wahrscheinlich der Streit auch immer wieder neu geführt werden und das Denkmal auch immer wieder neu erklärt werden. Warum ist denn für diese Kommune oder für diese Region wichtig und aussagekräftig ist? Frau Landau-Donelli hatte es als substanzielle Partizipation diesen Begriff geprägt. Den fand ich sehr spannend, weil er diese Top-Down-Partizipation, die beispielsweise ja in der Stadt- und Regionalplanung üblich ist. Ne? Man macht einen B-Plan und dann wird er der Bevölkerung vorgestellt und dann dürfen die was sagen und dann nimmt eine Behörde das gnädig entgegen und macht dann was draus. Und substanzielle Partizipation ist eben doch eine andere Form von Bürgerbeteiligung. Sie nannte es auch die, die agonistische Situation, also die mit Wettbewerb und Streit verbundene Situation, die eben durchaus als Lösung auch akzeptiert werden sollte. Das war, glaube ich, eine sehr zentrale These und ein weiterer Begriffsbildung war Meta, also das Wort, was ja heute auch schon mehrfach gefallen ist, auch in seiner ganzen Bandbreite zu nehmen, Matter als Materie, als Substanz, da sind wir beim Substanzbegriff der Denkmalpflege, und Matter aber auch im Sinne von Bedeutung. Und damit ist eigentlich auch das, was Denkmalpflege tut, nämlich aufgeladene Substanz, mit Erinnerung aufgeladene Substanz, möglichst zu schützen. Wobei, und das war auch nochmal eine Diskussion, schützen heißt ja nicht komplett einzufrieren und unverändert zu lassen. Denkmalpflege ist, auch wenn ihr Ruf manchmal anders ist, eigentlich immer eine Hilfswissenschaft zur Veränderung. Und ja, dabei würde ich es aus der Gruppe 3 belassen und dann noch die Gruppe 4 aufrufen, die künstlerischen Interventionen im Umgang mit heute provozierenden Denkmälern. Frau Tell berichtet. Super. Und in aller Kürze fasse ich zusammen. Wir hatten einmal das Künstlerduo Warius und Gold, die über ihr Projekt Monumental Shadows gesprochen haben, was sie gerade in Berlin begonnen haben. Sie haben eine Papierabformung der Bismarck-Statue am Großen Stern gemacht und möchten dieses Format weiterführen in anderen Ländern, die auch mit der Kongo-Konferenz in Verbindung stehen. Und wir hatten Ellen Blumenstein da aus Hamburg, die dort versucht, Kunst in die integrieren. Stadtentwicklung zu implementieren und für die Hafen City Hamburg tätig ist.
Wir haben in aller Kürze diskutiert tatsächlich, was kann Kunst? Kunst kann natürlich etwas sichtbar machen, es kann gewohnte Sehgewohnheiten aufbrechen, es kann zusätzliche Kommunikation implementieren, was eben die Monumental Shadows auch getan haben durch Performances, durch Workshops, durch zusätzliche Speaker vor Ort, die dann auch in Kommunikation gegangen sind mit den Passanten. Frau Blumenstein macht das Ganze eher auf digitale Art und Weise, durch Apps und versuchen, also oder beide haben gezeigt, dass es eben vielleicht auch notwendig ist, die Kunst eben durch andere Formate zu begleiten, um sie langfristig zu implementieren. Kunst kann emotionalisieren, sie kann neue Perspektiven eröffnen. Wir haben über die Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben festgestellt, dass es eben vielleicht nicht reicht, nur eine Aktion zu machen. Wir haben festgestellt, dass vielleicht diese Objekte oder wahrscheinlich einfach auch kommentiert gehören. Und auch über die Dimension gesprochen. Also so wie Frau Wendland gerade schon sagte, die Frage ist eben, wie groß ist das Denkmal und wie groß ist das, was man kommentierend dazu stellt und wo hört das Ganze dann auf? Aber es kann eben auch nicht sein, dass es immer nur eine kleine Tafel ist und dass die Denkmale selbst mit Steuergeldern instand gesetzt werden und die Tafeln dann von bürgerschaftlichen Initiativen und Vereinen gestiftet werden und überhaupt ins Leben gerufen werden. Also das ist ein Kritikpunkt, der sehr stark sozusagen hervorkam in der Diskussion. Und zum Schluss sind wir natürlich auch bei der Partizipation eben auch auf diesem Weg gelandet. Wo ist die Denkmalpflege partizipativ? Es ist ja doch ein sehr strukturelles System. Beide haben davon berichtet, wie sie ihre Kunstobjekte letztendlich nach zweijähriger Genehmigungsphase überhaupt erst implementieren konnten, was natürlich sozusagen schon der strukturellere Weg ist. Also wir haben eben die Denkmalstürze, wie wir ja vorher gehört haben, da passiert das einfach ohne Genehmigung. Und wir in unserer Gruppe hatten die formalen Auseinandersetzungen mit den Denkmalen, die dann aber eben auch eine hohe Bürokratisierung haben. Und die Frage, wie man das eben durch Partizipationsprozesse strukturell auch besser hinbekommen kann und vielleicht langfristig durch strukturelle Veränderungen verbessern kann.